Wie dumm ich bin auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Ich bin so dumm, ne? Gestern war ein Team-Event. So, warte mal, versteh mal die Kamera ein bisschen rum. Dass ihr mein geilen Setup seht, Alter. Erstmal hier kleine Missgeburten. Ich bin so dumm. Gestern war ein Team-Event, ne? Also, mit der Firma, unser Team ist halt in eine Bar gegangen. Wir haben was getrunken. So. Ich trinke ein Bier. Alles gut, ich trinke noch ein Bier. Super, ich trinke noch ein Bier. Läuft. Ich trinke einen Jägermeister. Alles gut, ich trinke noch einen Jägermeister. Top. Ich war gut dabei. Ich habe meine Grenze eingehalten. Ich habe meine Grenze halt eingehalten, so. Also betrunken oder so war ich jetzt nicht, dass ich. Keine Ahnung, dass ich mich an Sachen nicht erinnere oder sonst was. Ich war gut betrunken, also gut angetrunken. Auf jeden Fall. Ja, dann, da war noch eine Arbeitskollegin von mir dabei. Und ja, dann sind wir kurz rausgegangen. Die anderen wollten rauchen und ein sehr guter Kollege von mir, der hat halt einen Joint gebaut. So, und dann wollte er halt, dass wir um die Ecke gehen, den Joint halt rauchen und so. Und ja, dann waren wir halt so draußen. Die Arbeitskollegin war halt auch dabei. Und ich verstehe mich mit ihr sehr gut. Also, wir schreiben oft auf der Arbeit und ist halt ein nettes Mädel. Ne? So. Auf jeden Fall, aber sie hat halt einen Freund. So, auf jeden Fall. Sind wir halt raus und dann habe ich so gemeint, ja, ich muss mal kurz mit den Jungs um die Ecke. Dann sind wir so um die Ecke, haben halt geraucht und so. Ich habe so drei, vier Züge halt am Joint genommen. Ja, dann sind wir halt wieder rein und so. Und dann meinte die so zu mir, halt, also die hat mich so also wir haben uns halt in die Augen geguckt und dann meinte sie die so, ich bin enttäuscht von dir. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich fand das voll, das hat mir irgendwie wehgetan. Das klingt richtig behindert, ne? Weil, keine Ahnung, ich bin halt. Ach, Mann, ich weiß nicht. Irgendwas hat mir so gesagt, vielleicht mag sie mich so und dann fand ich das schade, dass sie enttäuscht von mir ist und so. Auf jeden Fall, ja, dann habe ich ihr halt gesagt, es tut mir leid und ja, ich bin so dumm. Ich bin dann, auf jeden Fall, wir haben dann halt noch weiter halt so getrunken, gelabert und so alle. Und ja, ich hatte irgendwie die ganze Zeit so ein komisches Gefühl, so als müsste es mir leid tun einfach. Es klingt vielleicht richtig behindert, aber es tat mir halt irgendwie leid. Und ja, auf jeden Fall. Und dann, ich bin so dumm, ich komme dann heim, ne, und schreibe E-Mails, ich Dummkopf, weil, also, wir haben halt nur Kontakt so auf der Arbeit, sage ich mal, ne, und ich bin so, warum bin ich so ein dummer Mensch? Ich bin so richtig dumm. Achtung, dann schreibe ich eine E-Mail. Irgendwas von wegen, boah, ey, was habe ich für Scheiße? Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich könnte eigentlich jetzt nachgucken, aber ich bin zu faul. Ich habe sowas geschrieben wie, du bist gemein, jetzt muss ich die ganze Zeit daran denken, dass ich dich enttäuscht habe oder sowas. Und dann habe ich halt geschrieben, tut mir leid, dass ich dich stehen gelassen habe. Also quasi, weil sie stand halt dann vorne alleine so irgendwie mit noch zwei anderen Arbeitskollegen irgendwie. Auf jeden Fall, ich bin dann halt einfach weggegangen so und habe gesagt, ja, ich gehe kurz um die Ecke. Und dann habe ich ja erst gedacht, vielleicht war sie deswegen angepisst und habe dann halt geschrieben, ja, tut mir leid, dass ich dich so allein stehen gelassen habe. Und dann habe ich noch eine zweite E-Mail geschrieben. Ich bin so ein Idiot, ne? Ich kann mich umbringen. Ich würde die E-Mails am liebsten löschen, aber scheiße, Alter. Die sind jetzt auch im E-Mail-Server. Naja. Da habe ich noch eine E-Mail geschrieben, irgendwie, ja, es war eine richtig dumme Idee, die E-Mail zu schreiben. Irgend sowas, Alkohol ist schon scheiße, was das mit einem macht. Oder irgendwie sowas habe ich geschrieben, so von wegen. Und dann habe ich irgendwie dann noch eine E-Mail geschrieben und habe irgendwie gemeint, ja, was habe ich geschrieben? Ich bereue es, die E-Mail irgendwie geschrieben zu haben. Und ja, dass, keine Ahnung, dass sie mir nicht sauer sein soll und ich mag sie. Oh, also richtig dumm. Richtig dumm, ich könnte, ey. Aber ich bin eh bald aus der Firma, von daher kann es mir scheißegal sein, irgendwie. Ich finde es halt trotzdem schade. Na, auf jeden Fall. Dann, genau, dann bin ich heute Morgen aufgewacht. Ich muss die Kappe anziehen, das ist Protection, Alter, gegen Cringe. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das sieht aus wie ein Pimmel. Auf jeden Fall, dann. Ja, heute Morgen bin ich aufgewacht und habe so irgendwas geschrieben von wegen Scheiße, jetzt wo ich nüchtern bin und die E-Mails lese,
bereue ich, dass die geschickt haben, irgendwie sowas. Und dann habe ich gemeint, ich finde, wir sollten darüber reden, weil ich nicht will, dass du falsch von mir denkst und so. Weil ich weiß halt nicht, was sie jetzt denkt. Vielleicht denkt die irgendwie, ich bin nur am Kiffen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, weil das ist eigentlich genau nicht das. Ich finde Gras eigentlich gar nicht interessant. Also Gras ist halt was, das stresst mich eigentlich, aber ja, manchmal rauche ich halt einfach mit. Aber das ist dann, ich kenne schon meine Grenzen und das ist nicht, dass ich das brauche oder irgendwie sowas. Und deswegen, ja, würde ich halt schon gerne mit ihr drüber reden. Einfach nur um klarzustellen, hey, ich bin nicht kaputt im Kopf, mach dir keine Sorgen. Und keine Ahnung, weil ich weiß halt nicht, was ihr Hintergrund ist. Warum ist sie enttäuscht? Warum? Weißt du, warum ist man enttäuscht von einem Menschen? Eigentlich doch nur, wenn der Mensch einem irgendwas bedeutet. Ach Mann, ich laber so viel Scheiße. Ach. Irgendwie habe ich jetzt Bock, den grünen Anzug anzulassen, rauszugehen. Einfach Omas stumm oder so. Oder anspucken. Von Hochhäusern spucken habe ich früher von gern gemacht. Vielleicht ist das Karma irgendwie. Weil ich jetzt früher voll der Arschloch war. Ich bin auf Hochhäuser, also wir hatten so Hochhäuser in der Siedlung. Und da habe ich immer von oben runtergespuckt und versucht, Leute zu treffen. Hat voll oft geklappt. Oder jemand hat dann so einen richtig grünen Rotz abbekommen manchmal. Naja. Da ist mal einer vom Hochhaus gesprungen. Der ist dann verreckt. Das war ein Hausmeister. Der ist runtergesprungen. Dann patz. Dann war der flatt wie eine Flunder. Dann war der platt wie eine Flunder. Ja, ansonsten. Ansonsten, wie geht's mir? Ansonsten geht's mir gut. Ansonsten geht's mir brillant. Ja, was heißt brillant? Ganz okay. Am Montag fahre ich mein Auto in so eine Werkstatt, weil der meckert gerade ein bisschen, sag ich mal. Ich glaube, die Zündspulen sind ein bisschen gefickt. Ich weiß nicht, muss ich gucken, bevor ich die Kolben kaputt mache oder so. Ja, ansonsten soll ich mal Breakdance machen. Man sieht voll meine Nippel, gell? Vorhin, als ich den Anzug angezogen habe, ist mir aufgefallen, man sieht voll die Nippel dadurch. Wenn ich damit irgendwann mal rausgehe, rumlaufen, dann muss ich meine Nippel abtesern. Oder mit Panzertape, das wird so übelst zwirbeln. Ich kann ein Taschentuchstück auf die Nippel machen. Ja, aber meine Brusthaare, ey, ich habe so viele Brusthaare da. Hey, das wird. Ach. Ja, muss ich mir überlegen. Pflaster, vielleicht mal ein Pflaster einfach drauf. Auf meine Nippel. Ja. Egal. Sonst habe ich nichts zu erzählen, den kleinen Wichser. Ich wollte euch nur erzählen, was für ein Spasti ich bin. Und ich beende das Video mit meiner Nase. Ey, kipp nicht um, gell? Nicht umkippen hier. Hoffentlich treffe ich.